Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse am Bebauungsplanverfahren Königsberger Straße, Teilbereich West in Karlsruhe-Waldstadt. Wir begrüßen Sie herzlich zur Online-Präsentation der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Hier sehen Sie die Gliederung unseres Vortrags, damit Sie sich bei einer späteren Rückschau rasch wieder zurechtfinden können. Unsere frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in etwas anderer Form als ursprünglich angedacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch war eigentlich in Form einer Bürgerversammlung geplant. Da diese Veranstaltung aufgrund der aktuellen Pandemiesituation nicht möglich ist, soll sie ersatzweise in Form einer erweiterten Darlegung im Amtsblatt der Stadt Karlsruhe durchgeführt werden. Dies bedeutet für Sie im Einzelnen: Es gibt die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen via Internet und beim Stadtplanungsamt. Im Stadtplanungsamt besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich die Planung erläutern zu lassen. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin. Sowohl über das Internet und unsere Homepage als auch beim Stadtplanungsamt können Sie in der Zeit vom 10. Mai bis zum 11. Juni 2021 Äußerungen zur Planung abgeben. Die hier vorliegende, sprachlich unterlegte Präsentation ergänzt die einsehbaren Unterlagen. Sie soll über den aktuellen Planungsstand informieren und Einblicke in das Bebauungsplanverfahren geben. Im Nachgang zu dieser Öffentlichkeitsbeteiligung werden sachdienliche Fragen zu Themenkomplexen in einem Dokument zusammengefasst und beantwortet. Anregungen und Bedenken stellen wir ebenfalls zusammenfassend dar und werden diese im weiteren Verfahren prüfen. Dieses Dokument wird Ihnen, ebenso wie diese Präsentation, online zur Verfügung gestellt. Damit kann sichergestellt werden, dass Sie die Fragen, Anregungen und Bedenken der anderen Interessierten genau wie bei einer Bürgerversammlung mitbekommen und nachvollziehen können. Auch nach der gerade beschriebenen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Öffentlichkeit direkt oder indirekt noch weiter in das Bebauungsplanverfahren eingebunden. Nach Fertigstellung des Bebauungsplanentwurfs entscheidet der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe im Rahmen des Auslegungsbeschlusses in Kenntnis der Inhalte der vorgetragenen Anregungen und Bedenken darüber, ob der Entwurf in dieser Fassung öffentlich ausgelegt werden soll. Bei der darauf folgenden öffentlichen Auslegung können die Planunterlagen eingesehen werden. Die Öffentlichkeit ist nochmals aufgerufen, sich nun zum fertigen Bebauungsplanentwurf zu äußern. Die während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen werden geprüft, was zu einer erneuten öffentlichen Auslegung führen kann. Zum Schluss des Verfahrens wird der Bebauungsplan abermals dem Gemeinderat vorgelegt, der dann unter Berücksichtigung aller zur Planung eingegangenen Äußerungen abschließend im Rahmen des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan entscheidet. Mit der Bekanntmachung dieser Entscheidung wird der Bebauungsplan dann rechtskräftig. All dies können Sie in der Stadtzeitung oder auf der Bebauungsplanseite unserer Homepage nachlesen. Zum Einstieg in die Vorstellung der Planung hier ein kurzer Blick auf die Lage des Plangebiets. Die Stadt Karlsruhe beabsichtigt, für das östlich der Königsberger Straße und nördlich der Stettiner Straße liegende Plangebiet einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch aufzustellen. Das Verfahren erfordert keine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch. Dennoch werden Arten- und Lärmschutz im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Grundstücke sind im gültigen Flächennutzungsplan 2010 des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe, fünfte Aktualisierung, als Wohnbaufläche dargestellt. Der südlich angrenzende Bereich ist als Grünfläche, als Zweckbestimmung einer Parkanlage dargestellt. Mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets ist die Planung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Auch der durch die Verbandsversammlung des NVK beschlossene, aber noch nicht genehmigte FNP 2030 hat die gleiche Darstellung. Hier sehen Sie ein Luftbild mit der bestehenden Bebauung. Aus diesem Luftbild ist ersichtlich, dass bisher eine Gebäudezeile entlang der Königsberger Straße besteht. Der vorliegende Bebauungsplan-Vorentwurf sieht, auf Basis des vorangegangenen Realisierungswettbewerbs, eine zusätzliche Gebäudezeile auf dem westlichen Grundstücksbereich vor. Um Ihren Wohnungsbestand in der Waldstadt von mehr als 1300 Wohnungen zukunftsfähig weiterzuentwickeln, realisiert die Volkswohnung GmbH hier umfangreiche Maßnahmen. Die Neugestaltung der Königsberger Straße 2a bis d ist dabei ein Baustein der stufenweisen nachhaltigen Entwicklungsstrategie. Das Gebäude in der Königsberger Straße 2a bis d aus dem Baujahr 1959 mit insgesamt 79 Wohnungen wird mittelfristig abgerissen, um für die Errichtung von zwei fünfgeschossigen Wohnzeilen auf den Grundstücken mit den Flurstücksnummern 70203 und 70599-1 Platz zu schaffen. Über die Neubebauung wurde, unter Berücksichtigung der vorgegebenen städtebaulichen Rahmenbedingungen, in einem Planungswettbewerb entschieden. Der Wettbewerbsprozess sowie die Preisgerichtssitzung wurde durch den Bürgerverein Waldstadt e.V. begleitet. Im Februar 2020 wurden die Wettbewerbsbeiträge in der Waldstadt im Gemeindezentrum St. Hedwig der Öffentlichkeit präsentiert und in der vierten Ausgabe 2020 der Zeitschrift Der Waldstadtbürger über das Wettbewerbsergebnis berichtet. Der Siegerentwurf des Büros Schneider und Schumacher sieht auf den beiden Baugrundstücken zwei fünfgeschossige Wohnzeilen vor, die sich paarweise gegenüberstehen. Durch ihre geknickte Form werden die unterschiedlichen Räume der Öffentlichkeit, Gemeinschaft und Privatheit eindeutiger differenziert. Der Charakter der Waldstadt wird aufgegriffen und gestärkt. Der Entwurf nimmt die für die Waldstadt typische Zeilenbebauung auf und interpretiert diese neu. Dadurch entstehen qualitätsvolle und differenzierte Freiräume für gemeinschaftliche Aktivitäten. Entfallende Bäume können aufgrund der Lage und Form der geplanten Tiefgarage teilweise durch Neupflanzungen mit Erdanschluss ersetzt werden. Ziel ist die Errichtung eines attraktiven ökologischen Quartiers mit ausgewogenem Wohnungsmix und bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum. Auf den Baugrundstücken können dann, nach aktueller Planung, ca. 140 Mietwohnungen mit 2 bis 5 Zimmern für eine breite Bevölkerungsschicht entstehen. Alle Wohnungen halten die Förderrichtlinien nach Landeswohnraumförderungsgesetz ein und werden anteilig als öffentlich geförderter Wohnraum realisiert. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit werden wir Ihnen heute die geplante Bebauung vorstellen. Anzahl und Standorte der geplanten Erstpflanzungen sind noch im Rahmen der Grünordnungsplanung festzulegen und daher noch nicht in der Planzeichnung enthalten. Ferner ist im weiteren Verfahren ein Entwässerungskonzept zu erstellen, das ebenfalls in der Grünordnungsplanung zu berücksichtigen ist. Hier sehen Sie den Bebauungsplan-Vorentwurf mit der vollständigen Legende. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets, WA, ergibt sich aus der vorhandenen und umgebenden Nutzung. Die Festsetzung der baulich zulässigen Höhen erfolgt im zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan als maximale Gebäudehöhe, GH. Die festgesetzten Höhen entsprechen einer fünfgeschossigen Bebauung und sind damit aus dem Rahmenplan abgeleitet. Das Plangebiet ist über die Tramlinie 4 in der Glogauer Straße und über die Bushaltestellen in der Theodor-Heuss-Allee an das städtische und überregionale ÖPNV-Netz angeschlossen. Die baurechtlich notwendigen Stellplätze werden auf den Baugrundstücken in einer Tiefgarage nachgewiesen. Die Parkplätze entlang der Königsberger Straße werden neu geordnet als Längsparkierung auf der Westseite
sowie einer Senkrechtparkierung auf der Ostseite der Königsberger Straße. Diese Parkplätze sollen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf die besondere städtebauliche Situation innerhalb der Waldstadt-Waldlage werden Flachdächer als Dachform für alle Gebäude festgesetzt, um eine Begrünung und solarenergetische Nutzung der Dachflächen durch Photovoltaik oder Solarthermie zu ermöglichen. Die einheitliche Gestaltung der Dachflächen sorgt für die Ausbildung einer quartiersspezifischen Identität. Für entfallende Bäume werden im Rahmen der Grünordnungsplanung Ersatzpflanzungen in angemessener Anzahl festgesetzt. Hierbei sind die Größe und Lage der Versickerungsflächen zu berücksichtigen. Die Flachdächer sollen dauerhaft begrünt werden. Dadurch sollen mit der kühlenden Wirkung der Speicherung und Verdunstung von Niederschlagswasser, Verminderung der Gebäudeaufheizung, positive kleinklimatische Effekte erzielt werden. Außerdem entstehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Die Ableitung von Niederschlagswasser wird verzögert, wodurch die Belastung der Kanalnetze verringert werden kann. Im Rahmen der Klimaanpassung ist die Begrünung der Dachflächen neben der Ausgestaltung begrünter Freiflächen ein zentrales Element und auf allen Flächen, die nicht von technisch unerlässlichen Einrichtungen belegt sind, wichtig. Zur Gewährleistung einer wirksamen und dauerhaften Vegetationsentwicklung wird eine Mindesthöhe des Substrats vorgegeben. Zur Aufwertung der begrenzt vorhandenen Freiflächen auf den Grundstücken wird die Tiefgarage zu großen Teilen begrünt. Befestigte Bereiche auf der Tiefgarage sind so auszuführen, dass die Wasserrückhaltefunktion des Gründaches möglichst wenig beeinträchtigt wird. Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgte vom April bis August 2020. Wegfallende Brutplätze für Höhlen- und Nischenbrüter sind durch das Anbringen und die dauerhafte Unterhaltung von Nistkästen an zukünftigen Gebäuden bzw. im Grünbestand im Plangebiet zu ersetzen. Durch Rückbau der Bestandsgebäude entfallende Fledermausquartiere sind im Verhältnis 1:2 auszugleichen. Die entsprechende Anzahl von Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse ist an geeigneten Gebäuden in der Umgebung des Plangebiets anzubringen. Bei Fällung eines Habitatbaumes ist ein Ausgleich durch die Anbringung von 5 geeigneten Fledermauskästen für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten an geeigneten Gehölzen in der Umgebung des Plangebiets zu schaffen. Energiekonzept: Klimaneutral in die Zukunft. Das Planungsgebiet liegt am westlichen Rand der Waldstadt. Dieser Stadtteil gehört aufgrund der starken Durchgrünung bzw. des hohen Anteils an bioklimatischen Ausgleichsräumen zu den eher bioklimatisch unkritischeren Siedlungsräumen. Aufbauten für Photovoltaikanlagen und Anlagen zur solarthermischen Nutzung sind zulässig und tragen zur Reduzierung von CO2 und weiteren Treibhausgasemissionen bei. Extensive Dachbegrünung, intensive Begrünung auf Teilflächen der Tiefgarage, Fassadenbegrünung, helle Fassaden, Vegetationsbestand auf dem Grundstück und Festsetzung von Pflanzbindungen dämpfen mögliche Erwärmungen. Hierdurch wird der Eingriff in das Siedlungsklima minimiert. Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind nicht erforderlich. Ausgangslage: Das neue Klimaschutzkonzept der Stadt Karlsruhe mit 75 Einzelmaßnahmen in 5 Handlungsfeldern wurde vom Gemeinderat im April 2020 verabschiedet. Das Konzept ist die Reaktion auf die große Herausforderung des Klimawandels und soll aus kommunaler Sicht den notwendigen Beitrag leisten, die Erderwärmung gemäß den Paris-Beschlüssen der Weltklimakonferenz auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Die Ziele sind klar. Bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen um 58%, bezogen auf das Jahr 2010, gesenkt werden. Das ist eine enorme Herausforderung
und erfordert ein konsequentes Umdenken und Umsteuern in vielen Bereichen. Im Handlungsfeld Bauen und Sanieren wurden dabei im Bereich B1 städtische Planung und Politik auch verschiedene Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Neubau beschlossen. Warum ein klimaneutrales Quartier? Eines ist sicher. Neubauten sind unsere zukünftigen Altbauten. Deshalb müssen wir heute schon für einen besonders guten energetischen Standard unserer Quartiere sorgen. Klimaneutralität von Gebäuden zu erreichen, ist schon heute wirtschaftlich darstellbar, da es vielfältige Förderungen gibt und langfristig die Energiepreise weiter steigen werden. In einem ergänzenden Grundsatzbeschluss vom 30.06.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe beschlossen, dass bei Bauleitplanungen möglichst die Klimaneutralität anzustreben ist und für Quartiersplanungen Energiegutachten zu erstellen sind. Laut Gemeinderatsbeschluss müssen neue Wohngebäude als Mindeststandard für die Gebäudeeffizienz das KfW Effizienzhaus 40 einhalten. Der Primärenergiefaktor des Energieträgers für die Wärmeversorgung muss kleiner als 0,3 sein. Die Dachflächen sind so weit als möglich mit Photovoltaik zu belegen. Die Wärmeversorgung des Plangebiets kann flächendeckend mit Fernwärme über die bestehende Fernwärmeleitung in der Königsberger Straße erfolgen. Die Fernwärme der Stadtwerke Karlsruhe als Energieträger zur Wärmeversorgung ist mit einem Primärenergiefaktor von kleiner 0,3 eine sehr energieeffiziente Option und entspricht den Vorgaben des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.06.2020. Die Stadt Karlsruhe kann sowohl über den städtebaulichen Vertrag mit der Volkswohnung GmbH als auch als Eigentümerin der Grundstücks Flurstücksnummer 70599-1 über den Kaufvertrag die energetischen Anforderungen regeln. Somit kann der Anschluss an die Fernwärme, die Verpflichtung, mindestens den Gebäudestandard KfW 40 einzuhalten sowie die Dachflächen mit Photovoltaik zu belegen, vertraglich festgeschrieben werden. Diese Vorgaben und Regelungen sorgen dafür, dass ein weitgehend klimaneutrales Wohnquartier mit sehr geringem CO2-Ausstoß entstehen wird. Zum Schluss noch ein Ausblick, wie es terminlich weitergeht. Im Nachgang zu dieser Präsentation möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie nun die Möglichkeit haben, sich mit Fragen und Äußerungen zur Planung an uns zu wenden. Dies ist zum einen über ein Internetformular unter www.karlsruhe.de/bebauungsplanung und zum anderen per E-Mail an planverfahren@stpla.karlsruhe.de sowie in schriftlicher Form an das Stadtplanungsamt Karlsruhe möglich. Da keine Bürgerversammlung stattfindet, bei der die Beiträge öffentlich vorgetragen werden können, werden sachdienliche Fragen, Anmerkungen und Bedenken, wie eingangs erläutert, im Nachgang zur Beteiligungsfrist in einem Dokument zusammengefasst, damit alle Beiträge eingesehen werden können. Ihre Äußerungen können Sie im Zeitraum vom 10. Mai bis zum 11. Juni vorbringen. Die nächste Möglichkeit, sich über das Bebauungsplanverfahren zur Planung zu äußern, bietet sich zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der öffentlichen Auslegung. Den Termin hierzu entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit der Stadtzeitung bzw. unserer Homepage. Zudem gibt es für Sie die Möglichkeit, die Bebauungsplanunterlagen auf der Homepage der Stadt Karlsruhe einzusehen. Die Adresse sehen Sie oben eingeblendet. Alle Unterlagen sind während der Öffentlichkeitsbeteiligung und auch danach noch aufrufbar. Auf dieser Plattform werden Sie auch über den weiteren Fortgang des Verfahrens informiert. Wir sind nun am Ende der Präsentation angelangt und danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.